Als ich selbst Anfang der 90er Jahre ein Studium beginnen wollte, da war für meine Eltern und für mich klar, das geht nur, wenn wir die Unterstützung durch das BAföG erhalten. Das BAföG hilft all denen, die von zu Hause aus nicht die finanziellen Mittel mitbekommen, um ein Studium erfolgreich abschließen zu können. Und das ist auch heute noch so. Viele junge Menschen könnten ohne BAföG gar nicht studieren. Das BAföG ist eine wichtige Einnahmequelle. Es muss aber besser werden. Wir müssen es moderner machen. Wir müssen es anpassen an die gestuften Studiengänge und an die familiäre Situation der Studierenden. Und deswegen wollen wir, das haben wir in der Großen Koalition miteinander vereinbart, das BAföG verbessern. Wir wollen eine BAföG-Novelle auf den Weg bringen. Und da interessieren mich Ihre Ideen, Ihre Vorstellungen, die wir politisch real auch umsetzen können. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und Ihre Anregungen dazu zum Thema Zukunft des BAföG unter www.roter-rucksack.de.